Galaktische Geschichte 56, die Bruderschaft der Sith. Die Jedi hofften immer noch, ihren gefallenen Bruder Ulic Tel'Dromas retten zu können, der der Anführer des düsteren Kratkults geworden war. Ulics geliebte Nomi führte eine zweite Rettungsmission in die Stadt Shinagar, um ihn nach Hause zu bringen. Aber Ulic weigert sich erneut und schickte eine riesige Armee aus, bis die Jedi gezwungen waren, sich zurückzuziehen. Zu dieser Zeit erreichte die dunklen Jedi Exakun, Shinagas königlichen Palast. Von Yavin 4 aus hatte Exakun Ulics wachsende dunkle Macht gespürt und ihn als Bedrohung eingestuft. Die beiden Männer trafen in einem erbitterten Duell aufeinander, bis ihnen der Geist von Mark Arachnos, einem seit langer Zeit toten Sith Lord, erschien. Arachnos befahl, Ulic Tel'Droma und Exakun ihre Kräfte zu vereinen. Gemeinsam könnten sie seit langem vorhergesagte goldene Zeitalter des Sith erläutern. Mit Exakun als dunklem Lord und Ulic als seinem Schüler war die Bruderschaft des Sith geboren.